Im Lesemonat Februar werdet ihr diesmal sogar sage und schreibe 4 Bücher von mir sehen. Ich habe 4 Bücher im Februar geschafft und ein Hörspiel, die erste Folge eines Hörspiels. Und ich habe ein Hörbuch abgebrochen. Das werden wir heute alles durchgehen. Ich habe, wie gesagt, 4 Bücher gelesen. Das sind 1881 Seiten. Pro Tag macht das ungefähr 65 Seiten, was ich schon sehr gut finde. Auf jeden Fall sehr viel mehr als in den letzten Monaten. Dann, wie gesagt, 1,5 Hörspiele, Hörbücher, also eins komplett und eins abgebrochen nach einer Stunde. Das macht deswegen 125 Minuten, macht pro Tag ungefähr 4 Minuten, was natürlich nicht stimmt. Also diese erste Folge des Hörspiels hat eine Stunde 5 Minuten ungefähr. Und ja, ich habe das Hörbuch, das ich abgebrochen habe, nach einer Stunde abgebrochen. Deswegen komme ich jetzt auf so komische Zahlen. Dann habe ich, wie gesagt, eins abgebrochen, ein Subbuch gelesen und eins der Bücher am Ende so ein bisschen quer gelesen, ein bisschen schneller gelesen, weil ich einfach zum Ende kommen wollte, aber dazu gleich mehr. Und es gibt 3 Rezensionen, weil es 3 Rezi-Exemplare gibt. Die Durchschnittssternanzahl lag bei 3,8 Sternen, was schon ganz gut ist, fast 4 Sterne. Die meisten Bewertungen liegen auch überhalb von 3,5 Sterne. Nur eins hat 2 Sterne bekommen. Und das abgebrochen habe ich natürlich keine Sternanzahl gegeben, weil ich die ja nur 1 Stunde gehört habe. Kommen wir auch direkt dazu, zu dem abgebrochenen Hörbuch. Das war Cinder und Ella von Kelly Oram. Der erste Band gibt es auf Spotify. Ich habe, wie gesagt, circa eine Stunde gehört. Ich bin bei Track 30 stehen geblieben von 276 Tracks. Das war nicht meins. Also das war wirklich nicht meins. Ich finde die Idee an sich nicht schlecht. Es geht ja um Ella, die eine sehr große Leidenschaft für Fantasy-Bücher hat und dadurch Cinder im Internet kennenlernt und die so eine Art Brieffreundschaft, E-Mail-Freundschaft aufbauen, weil sie sich über ein Buch austauschen, das beide sehr toll finden. Und eines Tages gerät Ella in einen Autounfall, wobei ihre Mutter stirbt, ihre einzige Bezugsperson, und sie dadurch halt nicht nur durch Brandwunden und so nicht mehr so interessant, so perfekt aussieht, wie es vorher getan hat, sondern halt auch zu ihrem lange verlorenen Vater ziehen muss, den sie ewig nicht mehr gesehen hat, weil er sie verlassen hat mit der Mutter. Nach L.A., glaube ich. Da, wo auch sage und schreibe Cinder lebt, der ein Schauspieler ist, was er ihr aber nie gesagt hat und jetzt die Hauptrolle in der Verfilmung übernehmen wird von dem Buch, über das sie ständig geredet haben. Und ja, irgendwie kommt wohl wieder ihre Freundschaft auf. Und dann lernt sie sich wohl kennen. Ich weiß nicht, so weit bin ich nicht gekommen. Ich fand die Sicht von Ella an sich nicht schlecht. Ich mochte es nicht, wie sehr sie die ganze Zeit auf das Aussehen alles reduziert hat. Sie erzählt erst am Anfang, wie toll sie doch aussieht, dann wie toll ihre Mutter doch aussieht. Und dann aber, dass das Aussehen ja gar nicht so wichtig ist. Und dann kommt halt in diesen Unfall, fährt dann nach L.A. und sagt dann, wie toll dort alle aussehen. Das kann ich wiederum verstehen. Da leben ja die Schönen und die Reichen, die ganzen Schauspieler und so. Dass da alles fantastisch aussehen. Und dadurch, dass sie halt durch Feuer und so ein bisschen entstellt ist, zumindest sich so fühlt, konnte ich das noch nachvollziehen, dass sie sagt, alle sehen so toll aus und ich bin jetzt hier als hässliches Entlein. Und dass sie das irgendwie emotional erdrückt. Aber trotzdem fängt sie dann an, mit ihrem Pfleger zu flirten und der flirtet mit ihr zurück und dann sagt sie die ganze Zeit nur, ja, ich flirte ja mit ihm, weil er so gut aussieht und sonst nichts über ihn weiß und diese Oberflächlichkeit, ich fand die so blöd. Ich dachte aber, darüber kann ich hinwegsehen. Also ich kann darüber hinwegsehen, weil das nur alle paar Minuten mal vorkommt. Okay. Und dann kam ich zu der Sicht von Cinder, der ja ein Schauspieler ist. Und das fand ich unerträglich. Ich finde diesen Charakter so unerträglich, das glaubt ihr nicht. Ich habe nur ein paar Minuten durchgehalten und dachte mir, nein, das tue ich mir nicht an. Ja, er auch. Alles oberflächlich. Er sieht so fantastisch aus und all die Leute um ihn herum sehen so fantastisch aus. Aber nicht fantastisch genug für ihn, denn er verdient nur das Beste und deswegen kann er irgendwie Frauen von anderen Männern verführen, weil er ist ja berühmt und gut aussehend, er darf sich das leisten und er findet ja seinen eigenen Vater super scheiße, weil er ihn ständig unterdrückt und deswegen tut er nur Sachen, die seinen Vater ärgern, weil das macht ja Spaß und boah, ich finde ihn so unerträglich bei dem Satz, ich weiß nicht mehr, wie wortwörtlich er war, aber bei dem Satz, ich kann ja nichts dafür,
dass Leute mich nicht ernst nehmen, nur weil ich so fantastisch aussehe, irgendwie so in der Art war es. Da dachte ich mir, nein, das ist mir genug, den Typen ertrage ich nicht. Dann habe ich es ausgemacht und gedacht, nie wieder. Also ich habe vorher schon negative Sachen über dieses Hörbuch gehört, natürlich auch positive, aber solche negativen, wo ich dachte, das ist nichts für mich. Aber jetzt hatte ich irgendwie Zeit und dachte mir, man muss es ja selber mal ausprobieren. Das ist ein Hörbuch, das es auf Spotify gibt. Ich muss dafür kein Geld ausgeben. Ich kann es ja ausprobieren. Und ja, nach einer Stunde habe ich aufgegeben. Also, mein Riecher ist eigentlich gar nicht so übel, wenn ich schon weiß, dass es nichts für mich ist. Ist es meistens auch nichts für mich. Man kann sich natürlich trotzdem immer irren, aber meistens stimmt das schon so. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich auch tatsächlich gelesen oder gehört habe. Das erste Buch, das ich im März beendet habe, war der letzte Scythe-Band. Und zwar Scythe, das Vermächtnis der Ältesten von Neil Schusterman. Ich habe hier nur noch den Umschlag, nicht nur, weil das Buch super schwer ist, viel zu schwer, um es lange hochzuhalten, sondern auch, weil ich das bereits verliehen habe an meine Freundin, die das auch gerne lesen wollte. Wir haben hier diese Reihe quasi gemeinsam gelesen. Ich habe immer zuerst die Bücher gelesen und dann ihr immer weitergegeben. Sie hat es jetzt im Moment. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von diesem Band war. Also es war ein Rezexemplar, Rezension existiert. Ich verlinke sie euch wie immer. Deswegen hier jetzt nicht so viel. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Band, weil es nicht so geendet hat, wie ich es mir erhofft habe. Natürlich ist das immer subjektiv. Jeder erwartet sich was anderes von einem Reihenende. Und eigentlich sollte das auch nicht so viele Rolle spielen. Aber ich fand das alles viel zu zufällig in diesem Band. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, war es gar nicht so zufällig. Aber mir hat gefehlt, dass es für ein Ende einer Reihe keine Pläne gab. Keiner hatte irgendeinen Plan, wie das Ganze hier enden soll. Keiner hat auf irgendwas hingearbeitet, auf eine Rebellion oder irgendwas. Nein, jeder hat vor sich hingelebt. Und besonders gewurmt hat mich, dass nicht nur die Protagonisten kaum vorgekommen sind, sondern sie auch ständig von anderen Leuten hin und her geschubst wurden und quasi nichts Eigenes hier gemacht haben. Es gab von Citra eine Sache, die sie selbst aus eigenen Stücken gemacht hat. Von Rowan glaube ich gar nichts, was er alleine gemacht hat, aus eigenen Stücken. Sie wurden ständig von anderen Leuten angestachelt oder hin und her geschoben, sodass sie irgendwas gemacht haben, weil es andere gesagt haben, aber nicht, weil sie es machen wollten. Und ja, letztendlich hat es natürlich dann zu nichts geführt, bis sie dann per Zufall am Ende alle auf derselben Ort gelandet sind und dann halt irgendwie ein Ende daraus entstanden ist. Und das war nicht das, was ich mir von einem letzten Band einer Trilogie erhoffe. Deswegen hat es nur 4,5 Sterne bekommen. Eigentlich hätte das mindestens einen Sternabzug geben sollen, aber ich bin dann doch so ein großer Fan von Neil Schusterman, seinem Schreibstil, seinen Ideen und der Sci-Fi-Reihe an sich, dass ich dem trotzdem einen halben Stern mehr gegeben habe, was wahrscheinlich nicht unbedingt verdient hat. Aber ich mochte es trotzdem. Ich habe es ja gerne gelesen währenddessen. Es hat mich am Ende nur gewurmt, dass es halt so abgelaufen ist. Aber ja, man kriegt halt nicht immer das, was man selber gerne möchte. Das ist leider schade, aber mehr dazu dann in der Rezension. Die verlinke ich euch wie immer in der Infobox und auch in der Infocard. Dann habe ich noch ein Rezexemplar gelesen. Wie gesagt, es waren ja drei diesen Monat. Das zweite war Someone Else von Laura Kneidel, weil ich Liebe dazwischen brauchte. Ich hätte eigentlich erst zu Das neunte Haus greifen sollen, weil es, glaube ich, auch eher rausgekommen ist und auch eher hier war. Aber ich hatte einfach Lust darauf. Und das Ganze hat für seine 413 Seiten, 4 Sterne bekommen. Es war okay, sagen wir mal so. Es war nicht so toll, wie ich es mir erhofft habe. Ich mochte ja die beiden Protagonisten aus dem ersten Band, Someone New, schon. Aber ich fand, dass Someone New etwas gemacht hat, was dieser Band nicht gemacht hat, was Someone New zu was Besonderem gemacht hat und das hier einfach zu einer 0815 Liebesgeschichte. Was nicht schlecht ist, aber wenn man halt sich mehr erwartet als das, ist das schon eine kleine Enttäuschung. Also ich finde es an sich nichts Schlechtes dran. Also, es war für mich ein bisschen zu wenig Drama für eine Liebesgeschichte. Die waren alle zu sehr harmonisch und dadurch ein bisschen langweilig vielleicht hier und da. Aber an sich ist da nichts Schlechtes, nichts Falsches dran. Es hat nur leider nicht diesen Twist gehabt, den das Buch hier besonders macht, was der erste Band halt gemacht hat. Und deswegen war es ein bisschen enttäuschend. Also es war eine nette Liebesgeschichte, leider nicht mehr. Mehr dazu dann in der Rezension, dann sage ich auch Näheres dann dazu. Und zu der Liebesgeschichte zwischen Ori und Cassie, dem weißen kleinen Mädchen, quasi Frau, und dem großen schwarzen Typen. Was es aber schon
besonders wirken lässt, aber dafür war ihre Liebesgeschichte irgendwie trotzdem nicht so besonders. Ich weiß nicht warum. Dann hatte ich eigentlich mit Das neunte Haus angefangen in dem Monat, aber ich musste so nach 100 Seiten oder so, wo ich das schon tagelang gelesen hatte, trotzdem nur bei Seite 100 war, weil ich irgendwie nicht vorankam. Ich habe gar keine Motivation gehabt, das zu lesen. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber dann habe ich auf jeden Fall gedacht, ich muss jetzt was anderes reinschieben, worauf ich mehr Lust habe, was schneller geht, eine Liebesgeschichte von Kacey West, sodass ich mehr jetzt Lust am Lesen wiederfinde, bevor ich in so eine Art Leseflaute falle und dann gar keine Lust mehr auf Lesen an sich habe. Deswegen habe ich dann zu The Fill-In Boyfriend von Kacey West gegriffen, hat 343 Seiten und hat von mir 5 Sterne natürlich bekommen. Es ist ein Kacey West Buch. Es muss 5 Sterne bekommen von mir. Ich muss sagen, auf der einen Seite war das nicht so gut wie die anderen Bücher, die ich bisher gelesen habe, weil ich mochte es eigentlich nicht, wie die Quasi-Freunde hier nicht so freundschaftlich miteinander umgehen und dass die Protagonistin quasi ihren Freunden eigentlich nichts von sich selber erzählt, was gerade in ihrem Leben so los ist, sodass die halt nicht so wirklich wie Freunde mir erschienen. Vor allem hat sie die auch wirklich sehr lange belogen in diesem Buch zugegeben. Sie wollte oft diese Lüge aufdecken, was dann nicht so geklappt hat, wie sie es wollte. Aber ja, an sich fand ich das jetzt nicht so ideal. Aber auf der anderen Seite hat dieses Buch etwas gemacht, was die anderen nicht gemacht haben, was es sich schon wieder abgehoben hat von den anderen. Es geht nämlich um die Protagonistin. Sie beginnt wie die normale 0815-Protagonistin in jedem anderen Buch. Und das war auch okay. Und dann merkt man aber, je weiter man kommt, von Stimmen von außerhalb, wie sie tatsächlich ist und wie sie sich selber gar nicht sieht. Also sie ist so ein beliebtes Mädchen, das irgendwie auch Schulsprecherin ist und alles das und das. Aber man merkt von Leuten, die nicht so beliebt sind, dass sie eigentlich gar nicht so unbedingt nett zu anderen Leuten ist, was sie selber aber irgendwie an sich gar nicht gesehen hat, weil sie gar nicht darauf achtet, wie sie mit denen umgeht, die halt quasi nicht ihre Freunde sind und nicht unbedingt wichtig sind in ihrer Umgebung. Und das fand ich super interessant, dass man erst im Laufe der Geschichte rausfindet, wie sie eigentlich ist, aber gleichzeitig schon ihre Entwicklung hat zu einem besseren Menschen, weil sie merkt, dass die anderen Leute sie so sehen und dass sie das auch tatsächlich so gemacht hat damals und dass sie das direkt dann verändern möchte und besser werden möchte. Und das war super beeindruckend. Das habe ich so noch nie in einem Buch gelesen und es hat wunderbar funktioniert in diesem Buch. Es hätte ein bisschen besser funktionieren können, wenn sie mehr Interaktion zu ihren Freunden gehabt hätte, die teilweise ja diejenigen sind, die mehr so die Mobber sind und sie ist ja eher diejenige, die daneben steht und quasi nichts tut, um den Menschen zu helfen. Aber es ist ja eher so eine romantische Jugendliebesgeschichte und auch das hat es wieder fantastisch hinbekommen hier in diesem Buch. Das war ja auch das, was ich haben wollte. Deswegen 5 Sterne, guck da mal vorbei, falls ihr das jetzt interessant fandet, was ich so erzählt habe. Dann kommen wir jetzt erstmal zu dem Hörspiel. Es hat ja nur eine Stunde gedauert, deswegen ging das relativ schnell. Und zwar war das Folge 1 von dem Hörspiel Vidan, Schrei nach Leben. Die Folge 1 heißt Aus der Tiefe von Raimon Weber. Ich weiß nicht, wer Raimon Weber ist. Wahrscheinlich ist das Storyboard der Plot von ihm. Weil es gibt ja ganz viele verschiedene Sprecher da drin. Es ist ja ein Hörspiel, es gibt verschiedene Sprecher, die verschiedene Rollen sprechen. Das gibt es auf Spotify, das gibt es wohl auch oft zu kaufen, aber wenn ihr das kostenlos hören möchtet, guckt mal bei Spotify vorbei. Es geht da um so eine Kleinstadt und Vidan ist ein Polizist in dieser Kleinstadt und eines Tages werden Leichen gefunden und er versucht dann das zu lösen. Es hat auch so einen ganz komischen Fantasy-Einschlag, weil es da scheinbar Fantasy-Wesen gibt. Oder auf jeden Fall gibt es auch Ureinwohner von Amerika, die dann irgendwie Seancen abhalten und so. Es hat so ein bisschen, ich habe ja nur eine Stunde gehört, nur eine Folge, es hatte da aber schon so ein bisschen Fantasy-Einschlag. Ich weiß nicht, wie weit es noch gehen wird, denn ich werde das hier nicht weiterhören. Es ist so ein Krimi-Thriller-artige Geschichte, was ja jetzt nicht unbedingt meins ist in Hörbüchern und Büchern. Wahrscheinlich auch in Hörspielen in dem Fall. Ich fand das jetzt nicht so super interessant. Ich fand auch diese ganzen Seance, Fantasy-Einschlag-Dinger nicht interessant. Ich fand vor allem den Anfang dieser Episode super schlecht, weil es gibt eigentlich, wie so manche Geschichten es macht, so einen Ausschnitt von halt
zwei Leuten, die halt auf dem Weg Roadtrip sind und dann passiert ihnen was. Das sind dann die Leichen, die nachher gefunden werden. Das finde ich an sich interessant, was da passiert mit denen. Aber ich fand die beiden Schauspieler oder die beiden Sprecher von diesen Rollen so super schlecht. Also man hat richtig gemerkt, dass sie so diesen Zettel vor sich hatten und einfach nur abgelesen haben. Die haben überhaupt nicht geschauspielert, vor allem die Frau nicht. Und das bringt einen direkt am Anfang der Folge schon raus, dass man so seine ganze Hörspiel anfängt. Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Da turnt man ja die Leute direkt am Anfang schon ab. Der Rest war dann besser. Also der Sprecher von Vidan und den anderen Nebendarstellern war da wesentlich besser. Aber ich fand es halt nicht sonderlich interessant. Es ist halt so eine Krimi-Thriller-Geschichte, die halt jetzt nicht so meins ist. Deswegen, wer daran Spaß hat, guckt da mal vorbei. Ist aber nicht meine Art von Geschichte, deswegen werde ich das jetzt nicht weiter verfolgen. Ich wollte es aber mal ausprobieren. Dann das letzte, wie gesagt, war das 9. Haus von Leigh Bardugo, was ich im Februar beendet habe. Das hat 521 Seiten und hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gecheatet, weil ich die letzten 30 Seiten ungefähr am 1. März morgens gelesen habe. Ich hatte es im Februar beendet gehabt, wenn ich nicht die letzten paar Tage vom Februar durchgearbeitet hätte und dadurch weniger Zeit zum Lesen gehabt hätte. Weil wie gesagt, es bleiben auch nur 30 Seiten. Es macht irgendwie keinen Sinn, wegen diesen 30 Seiten das jetzt in den März zu verfrachten. Bis dahin werde ich auch schon vergessen haben, was ich darüber empfunden habe oder ein bisschen zumindest vergessen haben. Deswegen habe ich das so ein bisschen gecheatet und das trotzdem in den Februar gepackt, weil ich auch den Großteil davon im Februar gelesen habe. So war es. Ich muss aber auch sagen, dass ich in den letzten 100 Seiten so ein bisschen nicht mehr so aufmerksam gelesen habe. Das war das Buch, das ich so ein bisschen quer gelesen habe, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an diesem Fantasy-Aspekt lag oder an dem Buch an sich. Ich muss sagen, ich bin auch nicht sonderlich begeistert über dieses Buch. Ich habe schon positive Stimmen dazu gehört, auch nicht so positive Stimmen. In Deutschland habe ich schon auf Goodreads ein paar sehr positive Stimmen darüber gehört. Ich habe dem Ganzen jetzt 3,5 Sterne gegeben. Den Halbstern-Bonus vor allem deswegen, weil es so viel Arbeit benötigt, diese ganzen einzelnen Teile rauszusuchen, weil das ist schon so eine komplexe Story, ein komplexer Aufbau. Aber ich muss sagen, für mich hat das nicht funktioniert, weil es zu viel war. Also allgemein war schon Fantasy für mich zu viel, weil ich zu viel Fantasy gelesen habe in letzter Zeit. Aber es war auch hier viel zu viel. Es spielt ja auf so einer also in Yale, bei so Studentenverbindungen quasi. Und es gibt ja verschiedene Häuser, die verschiedene Dinge machen. Und es gibt da ja auch Fantasy-Einschläge, weil die ja durch Magie oder so bestimmte Sachen bewirken können. Und Alex, unsere Protagonistin, ist ja Mitglied im 9. Haus, die das alles überwacht. Und ich finde die Prämisse an sich interessant. Ich finde nur, dass da zu viel im ersten Band für 500 Seiten erklärt wurde. Man musste erst jedes einzelne Haus haben, die erklärt, was die machen, was Alex' Job ist, wie das 9. Haus funktioniert. Das Ganze erstmal zu erklären, hat super ewig gedauert. Dann kam dieser Mord dazu von diesem einen Mädchen. Und dann kam noch Information und noch Information und Rückblicke aus Alex' Vergangenheit. Dann kam noch Rückblicke aus Darlingtons Vergangenheit, das ist ihr Support-Character quasi. Und dann gab es noch Rückblicke in Vergangenheiten von anderen Leuten. Und wie die da reinspielen und. Und es gab gefühlt am Ende des Buches 3 bis 4 verschiedene Auflösungen, wie das Ganze vonstatten ging. Also sie haben es erst aufgelöst, dann hat Alex drüber nachgedacht, das stimmt doch irgendwie nicht, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Dann gab es noch eine Auflösung und dann dachte sie wieder, ja, aber da gibt es ja immer noch Lücken, dann gab es noch eine Auflösung. Das war einfach viel zu viel, es wurde viel zu viel erzählt, es wurde viel zu viel zusammengematscht in diese Geschichte. Es ist zugegeben super konstruiert, also es macht auch Sinn, so wie sie es erzählt haben teilweise. Und man muss auf jeden Fall Leigh Bardugo dafür loben, dass sie sich so viel ausgedacht hat, so viele Informationen und so viele verschiedene Dinge, die auch zusammen funktionieren. Aber es war für mich einfach viel zu viel. Ich konnte mir durch das Buch hinweg irgendwann nicht mehr merken, wer ist, wer zu welchem Haus gehört, was welches Haus macht. Okay, es steht zum Glück hinten drin, ist auch teilweise nicht so wichtig, aber es gab zu viele
Nebenplots, die zwar am Ende noch reingespielt haben, die mich aber mittendrin nicht so interessiert haben, wo ich mir dachte, es hat 500 Seiten. Wieso müsst ihr euch jetzt so lange an diesem Nebenplot aufhalten, der nicht so wichtig ist? Den hätte man auch einfach rauslassen können oder kurz abhandeln können. Aber nein, sie musste Ewigkeiten sich damit beschäftigen. Das war mir zu viel. Den einen Charakter, den ich super interessant fand, der wurde innerhalb des Buches irgendwann rausgecuttet, kam einfach nicht mehr vor. Ich will jetzt nicht sagen, was passiert ist, ich will nicht spoilern, aber das war der einzige Charakter, den ich interessant fand. Ich fand auch Alex als Protagonistin nicht so gut, sagen wir das mal so. Sie ist eine super interessante Protagonistin, weil sie so im Kontrast steht zu ihrer Umgebung, zu diesem Elite-Uni-Ding, wo sie ja selbst quasi Junkie ist, voll tätowiert und mit einem lockeren Spruch ständig auf den Lippen und flucht die ganze Zeit. Das ist an sich interessant, aber ich finde sie dadurch halt nicht sonderlich sympathisch, weil sie A, nicht unbedingt da reinpasst, aber sich auch nicht versucht, da rein zu integrieren, sondern immer unbedingt schockieren möchte. Und ich finde das jetzt nicht unbedingt interessant für mich persönlich, solche Protagonisten. Und ich fand sie auch manchmal unnötig gemein zu anderen Leuten. Wie gesagt, ich fand sie nicht unbedingt sympathisch. Am Ende hat sie dann Dinge gemacht, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und es hat irgendwie gewirkt, wie als würde sie da gar nicht reinpassen, obwohl es trotzdem gleichzeitig interessant war, wie sie im Kontrast stand. Es ist kompliziert, aber es war irgendwie nicht mein Buch. Vielleicht war es auch einfach der falsche Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe. Wie gesagt, Übersättigung. Vielleicht, wenn ich das letztes Jahr gelesen hätte, hätte ich es besser gefunden. Ich bezweifle, dass ich es fantastisch gefunden hätte. Ich muss schon bewundern, wie viel Arbeit die Autorin in dieses Buch gesteckt hat, wie viel sie sich ausgedacht hat. Aber für mich persönlich hat das nicht funktioniert in der Zusammensetzung. Das ist so schade. Aber man kann halt leider nichts dagegen machen. Ich drehe jetzt gleich noch die Rezension dafür ab. Ich hoffe, ich kann meine Gedanken dafür ordnen. Mal gucken gleich. Ich werde dir sicherlich diese Rezension vor diesem Video gesehen haben, deswegen verlinke ich euch es. Und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Buch oder jedem anderen in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!